Du sagst, dass deine Musik und vor allem die Texte auch sehr von Gedichten beeinflusst worden sind und dass unter anderem Ingeborg Bachmann und auch Bertolt Brecht so deine Favoriten sind. Und was genau fasziniert dich an deren Lyrik und beziehungsweise an deren Gedichten? Und inwiefern werden deine Songs davon, unter welchen Kriterien werden deine Songs dann dadurch beeinflusst oder wie entstehen deine Songs dann dadurch? Ich denke, weil ich mochte mal gerne Literaturgedichte von Ingeborg Bachmann und ihre Bildsprache, wie sie Dinge erklärt. Also es sind oft Landschaften oder irgendwelche Dinge passieren, aber es ist nicht wirklich das, was sie meint, sondern es ist einfach nur ein Sinnbild für etwas anderes. Ich glaube, dass mich das beeinflusst hat in der Art, wie ich schreibe. Natürlich kann man nie da so nah ranragen, aber das ist, glaube ich, viel Inspiration. Bertolt Brecht ist einfach großartig, natürlich im anderen Stil, das ist eher direkt und so kann ich nicht schreiben, aber das schätze ich auch. Ich spreche mal ein bisschen verblümt im Bilder, glaube ich. Und das ergänzt sich doch dann auch in deinen Songs sehr gut, diese beiden Gegensätze dann eigentlich, wenn man dann einmal so denjenigen hat, der halt irgendwie so alles so ein bisschen metaphorisch beschreibt und den anderen, der dann halt direkte Sachen anspricht auch. Ja, und da habe ich auch den Charles von Charles Plymouth. Habe ich auch einen Song auf dem Blackbird. Es gibt noch einen anderen, der nicht aufgenommen worden ist, aber und jetzt einen neuen, vielleicht fürs nächste Album auch mit seinem Text. Ist dann auch ganz, ganz spannend, wenn man andere Worte vertont. Vor allem auch nicht deutsche, also Bertolt Brecht und Ingeborg sind ja auch deutsche Poeten. Ich schreibe selbst in Englisch Gedichte oder in Deutsch. Das geht zum Beispiel. Schön. Das merkt man auch auf der Platte, dass es sehr, sehr lyrisch auch sehr, also ist sehr, sehr viel metaphorisch und gar nicht so, dass man das erstmal verstehen muss. Also man braucht zwei Anläufe, um das dann auch tatsächlich zu übersetzen, das, was du dann meinst. Aber dann komme ich auch gleich zur nächsten Frage, so ein bisschen einspielt. Wie ist deine Idee dazu entstanden, das Album dann dementsprechend auch noch mit orchestralen Elementen zu unterstützen? In einigen Songs. Es ist so, dass es mit der Dynamik sich aufbaut und dass es manchmal einfach toll ist, wenn da noch Streicher dazukommen. Da öffnet sich noch eine andere Ebene. Ja. Der Chris Eggman hat dann die Arrangements geschrieben, weil das ist großartig, was er macht. Ja. Er baut auch ganz tolle Streicher aus. Ja. Hat ihn gefragt, ob er klar macht das gerne. Und dann haben wir natürlich auch echte Streicher genommen, keine Streicher vom Band. Und wie realisiert ihr das dann bei Live-Auftritten? Das ist ja dann schon immer schwierig. Im Moment sind wir halt zu viert mit der Basisband. Beim Molise-Konzert in Berlin haben wir noch die Katharine Kleindorsch dabei, aus Belgien. Ganz tolle Geigerin, mit Effekten, Spitzengeige. Die konnte jetzt leider nicht, weil sie gerade auch auf Tour ist schon. Aber die geht dann ins Studio wieder. Bei der nächsten Tour bin ich dabei. Zwölf Streicher kann man nicht wirklich mitnehmen. Nee, das geht auf keinen Fall. Vor allem müssen wir halt das. Da brauchen wir halt schon fast ein Orchester. Genau. Ich bin im Olympiastadion. Genau. Durch deine eher dunkle und warme Stimme und auch halt durch die besonderen Songtexte, sag ich mal, und halt diese individuelle Instrumentierung wirst du auch sehr oft mit so Berühmtheiten wie Nick Cave oder Marlene Dietrich verglichen. Inwiefern beeinflusst es deine Musik oder inwiefern setzt sich das auch manchmal unter Druck? Also ich würde sagen, also Nick Cave und Marlene Dietrich fand ich immer toll. Also von daher ist das ein großes Kompliment, wenn man damit verglichen wird. Aber andererseits denkt man dann auch, ach du Schreck, wenn man dann auf die Bühne kommt. Und es ist toll, es gab großartige Reviews für das Album. Und dann denkt man sich jetzt gehen wir mal und erfüllen die Erwartungen. Also wenn man... Siehst du das auch als Erwartungsdruck dann tatsächlich an? Oder? Ich meine, man vergisst das natürlich, wenn man auf die Bühne geht. Und ich sehe es als Kompliment auch, aber natürlich ist das dann auch eine gewisse Verantwortung, die man dann hat, das Lob zu erfüllen. Ja. Aber man kann ja eh nur das machen, was man hören kann. Definitiv. Der Rest steht in den Sternen. Ja. Das stimmt. Mit Blackbird kann man sehr viele Assoziationen treffen und die Musik kann auch sehr viele verschiedene Arten und Weisen verstanden werden. Und inwiefern war das deine Intention, dass du gesagt hast, ja, ich möchte das eigentlich, dass das tatsächlich auf so vielen verschiedenen Ebenen verstanden werden kann. Zum Beispiel Blackbird als schwarzer Vogel zum Beispiel ist ja auch verschieden interpretierbar. Ich finde, Musik oder auch Lyrik muss immer offen sein für denjenigen, der es liest, der es hört. Und ich will jetzt keinem irgendein Gefühl, was ich irgendwann mal hatte, vielleicht als ich das Gedicht geschrieben habe, was sowieso dann auch nicht mehr aktuell ist oder einen Gedanken, den man hat, irgendjemandem aufzwingen und sagen, das bedeutet jetzt in dem Fall das, sondern das muss offen sein, finde ich.
Was bedeutet die Musik rückblickend auf dem Album für dich persönlich? Wenn du jetzt nochmal so retrospektiv drauf schaust, auf die Musik, die du produziert hast, wie würdest du das jetzt nochmal beschreiben, so als Gefühl? Es ist schon sehr, ja, hauptsächlich melancholisch ruhig. Ich merke, dass jetzt auch alle neuen Songs, die entstehen, die sind auch wieder ganz anders. Die sind zwar natürlich auch so richtig fröhlich, wird es nicht, aber die haben eine ganz andere Grundstimmung. Ich glaube, das ist auch immer eine Zeit im Leben, die man hat. Ich meine, melancholisch bin ich schon seit jeher. Das führt mich eigentlich direkt zur nächsten Frage. Was bedeutet dann so Sehnsucht und Melancholie für dich? Wenn du das so mit ein paar Worten beschreiben kannst, wie drückst du das musikalisch dann aus? Also wenn man zum Beispiel, wenn man irgendwo am Meer sitzt und schaut aufs Meer, dann kriegt man immer so eine Traurigkeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jeder hat oder ob ich nur ein verzauberter Seemann bin. Oder so. Aber es sind so Momente, da fühlt man irgendeine Sehnsucht, die aber gar nicht wirklich zu fassen ist. Also, und das sind so Momente, die ich gerne versuche einzufangen in Musik oder auch in dem Text. Es gibt, jeder Text hat eine Stimmung oder jede Musik muss dann auch zum Text passen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich meine, wenn ich zum Beispiel, wenn meine Gitarre eine Melodie hat, also würde dann ein bestimmter Text gut passen, würde etwas nur verändert, dann würde wieder was anderes passen. Das ist so sehr gefühlsbedingt. Ja, ist auch ein sehr enges Feld dann eigentlich. Ja. Was stellt in dem Sinne oder ja, bezüglich darauf auch musikalisch für dich eine große Herausforderung dar? Das umzusetzen? Nicht unbedingt generell, so einfach musikalisch. Also, wo sagst du, das ist eine Herausforderung, der ich mich gerne annehme? Oder wo du sagst, oh, das ist jetzt wirklich schwierig, da muss ich an mir selber mit der Band oder generell arbeiten? Das ist eigentlich immer, es hört nie auf. Also okay. Man ist immer weiter und da könnte man noch und da kann man noch. Und ich glaube, das ist so richtig. Zufrieden wird man nie mit dem. Das ist bei Musik immer so. Ja. Perfekt ist es nie. Und welche Musik inspiriert dich jetzt halt abgesehen von Nick Cave und Marlene Dietrich am meisten, die auch mit in deine Musik noch einfließen? Im Moment höre ich gerne Lou Reed oder Leonard Cohen zurzeit, was ich auch klasse finde. Und verschiedenste, ja. auch Musiker, die noch nicht bekannt sind. Da sagst du, dass es auch definitiv Einfluss auf deine Musik hat? Ja. Also sicherlich. Also ich glaube, alles, was man hört, alles, jeder, mit dem man spricht, hat Einfluss auf die Musik. Also ich glaube, dass man das gar nicht so... Also auch so das tägliche Leben, da fängst du dann einfach dann die Sachen auch ein, die du dann eventuell verarbeiten könntest. Ja. Und da kommen wir dann eigentlich zur nächsten Frage. Mit welchem Künstler würdest du denn dann gerne mal zusammen auf der Bühne stehen? Jetzt nicht unbedingt nur die dich beeinflussen, sondern generell, worauf hättest du da mal Lust? Also im Moment wäre natürlich toll, so ein Duett mit David Bowie zu melden. Genau. Angesichts des, aber da muss man mal sehen. Nick Cave, Iggy Pop zum Beispiel. Das ist schon sehr speziell. Auch interessante Stimme-Kombination. Ja, da gibt es einige. Und deine schönste Tourerfahrung bisher? Was war das? Die schönste war eigentlich, glaube ich, das erste richtige Konzert in Italien. Das war 2008 und dann von Wochenende nach Italien gefahren, in einer alten Burg mit Sternenhimmel, gab es Essen vorher und die Leute kamen dann ins Burggelände und das war schon auch vor größerem Publikum dann schon, oder? Ja, waren 500 Leute oder so da und das war ziemlich aufregend, glaube ich. Und ein ganz toller Ort. Und jetzt ist gerade alles spannend im Moment auch. Und jetzt ist alles so ein Prozess und man fährt über. Da muss man dann nachher nochmal gucken, ja, wenn es sich setzt. Ja. So, und dann noch eine Abschlussfrage. Was ist für 2013 noch geplant? Also du arbeitest ja laut Aussage einer Tageszeitung schon auch an einem neuen Album. Ja. Kannst du uns da vorab schon was beraten? Das Studio ist schon reserviert. Berlin, ich glaube, es klappt alles. Wir haben in Berlin schon Songs davon aufgenommen, also Helden haben wir aufgenommen, in Kansas Studios und Ghosts of Berlin. Den Song muss man einfach in Berlin aufnehmen, wenn die Stadt singt. Und dann gehen wir wahrscheinlich im Juni ist geplant nach Norwegen ins Studio für eine Woche. Werden vorher die Sachen vorbereiten und einspielen. Und dann, so Gott will, kommt es Ende des Jahres raus. Aber das muss man dann noch, das muss noch geplant werden. Ganz spannend. Ja. Da sind wir auch sehr gespannt und freuen uns dann auf das neue Album und auf das Konzert heute Abend. Dann ein gutes, erfolgreiches Konzert vor allem. Herzlichen Dank fürs Interview.